Hallöchen und herzlich willkommen zum letzten Part von Pokémon Kristall. Wenn es nicht in die 15 Minuten passen sollte, werde ich es so hinbiegen, dass es passt. Und wenn es 20 Minuten werden sollten, was ich ehrlich gesagt nicht glaube. Ich werde fliegen und zwar nicht mit Sandern, sondern mit Topsy auf Level 2. Und zwar nach Vetania City. Auf dem Weg nach Vetania City. Wenn man es bisher von Sui Drago oder Jesse bisher noch nicht gehört haben sollte, jetzt nochmal von mir. Wer diese drei nicht kennt, der ist arm, weil er sie nicht kennt. Und dieses Pokémon ist definitiv arm, weil es mich angreift. Und ich bin... Sagen wir es so, mit der richtigen Taktik und in der vierten Generation können mich ein Ratzfatz auf Level 2 locker besiegen. Da gibt es nämlich eine nette Taktik, nämlich ein Ratzfatz mit Namensgedächtnis. Kennt man ja noch überhaupt nicht von mir, dass ich mir Namen und Namen von Gegenständen nicht merken kann. Fokusgurt. Ja, Fokusband war das Unzuverlässige. Das ist der Fokusgurt, der verhindert ja hundertprozentig ein One-Hit-K.O. Beim Fokusband, was machst du, Gamepad? Ist es ja nicht hundertprozentig, ist es ja nicht sicher. Da muss man einem Ratzfatz auf einem niedrigen Level nur den Fokusgurt geben, Notsituation und Rucksack-Keep beibringen. Und dann kann man damit alles besiegen, was man will. Es sei denn, ist dann so ein nerviger Effekt wie zum Beispiel Sandsturm oder ähnliches dabei oder auch Stachler, dann ist natürlich diese Taktik total für den Arsch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, diese Taktik oder dieses Vorgehen ist auf Turnieren, glaube ich, verboten. Ich bin mir aber nicht sicher. Na gut, dass es nur nicht geht. Einmal bitte hell machen. Dankeschön. Ich scheiße jetzt einfach die ganzen Items, da sie sowieso nicht story-relevant sind und es sowieso nur Tränke und sonstige Drogen sind. Denn natürlich, sie werden mir hinterhergeworfen, so wie hier. Einen Hyperball. Den brauche ich auch. Nom 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 nom. Ich hoffe, ich finde jetzt mal ausnahmsweise auf Anhieb den richtigen Weg. Okay, jetzt ist hell, jetzt sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Das wäre ein Top-Genesung gewesen, da erinnere ich mich noch dran. Und da schalte ich jetzt einfach mal professionell drauf. Nicht daneben und auch nicht vorbei und auch nicht auf die Wand, sondern drauf. Auf diese scheiß Top-Genesung. Und da sind wir auch schon bei unserem Typen. Ach, sind wir Zwillinge nicht einfach süß? Komm, küss mich. Nein, das sieht anders aus. Ha! Aber das Einzige, was... Okay, es sind zwei Sachen, die uns unterscheiden. Ich habe meine Käppi andersrum als er und ich habe einen Rucksack dabei. Auch von hinten sahen wir eigentlich gleich aus. Okay, einen Rucksack hätte ich vielleicht sehen sollen. Und er sagt natürlich verdammt viel. Und er fängt mit einem Pikachu an. Boah, wie angekündigt. Und auf Level 81. Ah, oh, ist das schade. Ich habe ja 84 und oder 82 getippt. Boah, ich bin immer schneller. Immer. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, weil ich denke, ich wirklich glaubte, dass Pikachu ein verdammt schnelles Pokémon ist. Okay, ich kann mir aber sicher sein, dass als Raichu schneller gewesen wäre. Falls man es hört, meine Mutter kommt gerade hoch. Okay, das könnte ein Problem werden und spätestens bei Relaxe würde ich auch ein Problem haben, weswegen ich glaube, dass ich die 15 Minuten recht positiv geschätzt habe. Oh, das ist böse. Oh, und dann kommt er mit Solarstrahl, das ist auch böse. Okay, das ist fies. Das ist richtig fies. Wenn er mich mit Solarstrahl one-hittet, dann, ey, Alter, dann... Nee, Junge, das wagst du nicht. Ich meine, Bisasflor ist nicht schlecht, aber so gut ist auch nicht, dass es mich one-hitten würde, aber ich bin mir dessen nicht sicher. Das Gesicht.
aussehen, alter Schwede. Boah. Boah. Unverschämtes Glück. Boah, alter Finne. Boah, nee, das heile ich jetzt. Da gehe ich nicht auf Risiko. Vor allem, weil das hier auch einen wahrscheinlich verdammt guten Spezialangriff und Spezialverteidigung vor allem hat, worum es mir jetzt eigentlich gerade im vorrangigen Maße geht. Oder ging. Alter, war das knapp. Das wird wahrscheinlich über die Hälfte abziehen. Hoffentlich nicht. Das wird wieder ein Item. Boah, es wird keine Itemschlacht. Oder doch? Bis oder Erdbeben? Bis oder ein Erdbeben? 60x2, also 120 speziell gegen 100 normal. Gegen 100 physisch. Das ist besser. Ich glaube, das hat keine gute physische Verteidigung. Ich bin mir das noch nicht sicher. Trotzdem brauche ich jetzt lieber mal mit Erdbeben drauf. Und wenn du gleich absolut in diese Volltreffer kriegst, dann ist hier aber Schicht. Sense. Schicht im Schacht, Sense, so wollte ich es gesagt haben. Und? Unverschämter Volltreffer oder nicht? Ja, unverschämter Volltreffer. Wie hätte man das anders erwarten können? Oh mein Gott. Yay. Psycho gegen Psycho. Sonnenlicht schwindet und es ist mir scheißegal. Verzeihung, wenn ich nicht vergesse rauszuschneiden, tut's mir leid. Oh, ein Top-Belieber haben wir noch, aber wie optimal. Ach. Ich sollte mir die Nase nochmal putzen. Ach. Man hört's vielleicht nochmal, mal wieder, genauso wie in den letzten 1000 Jahren oder so. Und er ist wirklich so doof, verpulvert ein Psychokinese dafür. Ich wette, ruckzuck die Bette gereicht. Ich habe eben nicht aufgepasst. Ich war schneller, oder? Ja, ich meine, ich war schneller. Und du mal. Okay, ich war nicht schneller. Gar nicht nett. Ich meine, gegen Blucher kann ich sowieso was anderes einsetzen. Aber spätestens gegen Kursapfel hätte ich dann doch schon gerne Erdbeben eingesetzt. Oh ja. Das wird sich hinziehen.